So, ich würde mal sagen, willkommen. Das ist nur eine Aufnahme außerhalb des Streams. Ui, ein Trainingsparcours. Übungspuppen. Bewohner von Feldkopf nutzen sie gelegentlich, um eine Zauberei zu üben. Vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Kobold-Angriffe. Aha. Leviosa habe ich ja nicht mehr mit dabei. Würde eigentlich Sinn machen. Leviosa. Aha. Die Arbeitung Leviosa brauchen wir eigentlich in Einzelfällen. Expelliarmus habe ich auch nicht ausgerüstet. Was ist denn das hier? Genau so nämlich. Das wird schon okay. Wir machen uns hier, wir sprechen jetzt Sebastian in der Krypta. Das ist unsere nächste Quest. Das machen wir einfach jetzt in der Aufnahme weiter. Die Hauptquests werde ich jetzt mal. Die werden wir am Freitag im Stream weitermachen. Aber hier die Beziehungsaufgaben und die Sidequests, die können wir mal. Den können wir uns mal widmen. Deswegen ruf jetzt zu Krypta. Schnellreisen könnten wir auch machen, aber muss ich nicht erwähnen, oder? Was ich von Schnellreisen halte. Uns hier ein bisschen Landschaft angucken, während wir nach Hogwarts zurückfliegen. Durch ein paar Ballons durchfliegen. Ah, oder auch nicht. Magst du Schmerzen? Nö, aber du scheinbar. Ich bin nicht da, um dir Schmerzen zuzufügen. A long way home. Kommen wir über das Gebirge rüber. Na.
da haben wir Hogwarts. Das liegt vor uns. Verfehlt. Ja, man merkt, wenn wir jetzt wo wir kurz näher kommen. Es gibt Probleme. Na komm. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Nicht wieder durch den Turm fliegen. Zwei FPS die ja schon. Und wieder am Start. Wir warten mal kurz, bis das Spiel fertig ist. Können wir doch bestimmt natürlich nicht. Aber dort auf dieser Brücke. Manchen Brücken können wir landen. Hier zum Beispiel. Na komm. Auf zur Krypta. Ob mir eine freundliche Seele hilft. Nö. Aber die Krypta. Hast du meinen Onkel gesprochen? Yep. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft sehen. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Und sollte er hören, dass wir sie nutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Naja. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Aha.
Das ging schnell. Dass das vor allem keinem auffällt, dass wir hier ständig rein und raus gehen. Wenn mir nur jemand Neues auf vor allem, weil sie auch hier rumsteht. Es ist tief in der, mitten in der Nacht. Verstehst du hier rum? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen ist. So, was machen wir nun? So, Rufträger. Poppy hat am Dorfplatz in Hogsmeade etwas für uns. Da wird's spannend. Wir müssen uns das mal machen. Mit dem Aussichtsplattform Sebastian reden wir nochmal. Dann im Stream. Und das machen wir auch im Stream. Die Hauptquests können warten. Vielleicht sammeln wir heute ein paar Schlüssel oder eine Dailische Schlüssel. Oder machen. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Andere Sidequests. Erstmal die Bobby-Quests. Wir warten in Hogsmeade. Und dann kommt Hyper Drive. Nicht durch die Wand. Nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, Mann. Das muss nicht sein. Sind wir da? Der Hippogreif-Fliegen ist noch so eine Sache. Die Steuerung ist wirklich ein bisschen. Dolle knobig. Na komm, absteigen einmal. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Das Spiel muss erstmal berechnen, dass wir in Hogsmeade gelandet sind. Ach je. Es ist wirklich ein Witz mit der Grafik. Bugs. Ich plane künftig immer die erste Stunde des Streams für Grafikentstehung ein. Es ist immer wieder was Neues. Denke ich, wir haben es schon behoben und dann nee.
Sie ist sonst verlässlicher. Was ein Witz. Ich hoffe, du hast noch nicht lange gewartet. Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Aha. Was weißt du über den Drachen, den du verfolgt hast? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Aha. Gut gemacht. Du das weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Klingt gut. Wollen wir los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das hast du dir alles beim Herumstehen überlegt? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Bist du sicher, dass es so einfach ist? Immerhin ist das ein Drache. Hebriden können aggressiv sein, sind aber auch sehr clever. Sie hat schnell begriffen, als du ihr gezeigt hast, wie man aus dem Zelt entkommt. Sobald sie das Ei sieht, wird sie verstehen, warum wir hier sind. Dann können wir die Wilderer ein für alle Mal erledigen. Aha. Das Ei behalten, das ist, ja, ich weiß nicht. Wir könnten es züchten, wir könnten nun, ja, im Raum der Wünsche könnten wir was machen. Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Naja. Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir das Ei dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Gut, dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Okay. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Bin schon unterwegs. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh gut, anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Das hat uns gerettet. Eier sammeln. Zaubertrankzutaten. Die Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eins sein. Oha. Sie blut. Endlich Geld. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das nicht. Ein paar Wölfe. Eine Ziege. Wie viele es wohl waren, die sie gefangen haben. Gewöhnlich braucht es mindestens 10. Wo sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden sich uns in Borneo anschließen.
Ich weiß, dass sie sich Hoffnung auf den Kampfring machen. Mit den wahren Galeonen findet man in Akumantunas. Sie würden nicht glauben, wie viel Violet und ich vor ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon ist Bonio gar nicht so übel anzuschauen. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter, vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Bis bald, Angus. Wie süß. Sie halten Kontakt zueinander. Der hier ist tot. Da ist sie wieder. Timberlaub. Richtig, brauchen wir aus der Entfernung. Oh. Zum Glück sind wir hier nicht in Skyrim. Reparo. Fantastisch. Jetzt wird man den Desillusionierungszauber nehmen. Und so ranschleichen. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Ah, wie bitte? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Ja. Gute Idee. Aber sie kann dich trotzdem riechen. Ja, aber nicht für ein Schaf halten. Ich riech nicht nach Schaf. Vorsichtig. Sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Zwei Grabhorns. Ist klar. Ja, ich bin gespannt, wie lange wir, wie oft wir hier noch sterben müssen.
Na komm, renn. Sie macht es uns nicht leicht. Ein Griff und ich bin tot. Ist die nächste Barriere. Und dort ist sie. Du musst zu der Öffnung unter ihr. Ja. Recht gesagt. Und los. Nein, jetzt keine Bugs. Nein, wirklich. Und los. Und los. Na komm. Na komm. Wir sind drin. Da ist das Nest. Wir sind fast da. Und wie stellst du dir vor, dass wir zurückgekommen? Wir müssen den Weg dann auch wieder zurück. Ach du Scheiße. Warum sind alle Brücken zerstört? Reparo. Vielleicht war ein Drache hier, der sie eingerissen hat. Ich meine... Ich wusste nicht, aber ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, aber... Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Sowas von blöd. Ich habe mich nicht getraut zu atmen. Große Güte. Poppy und ihre Mission. Atemberaubend. Und hast du gesehen? Ja, atemberaubend. Sie ließ uns komplett in Ruhe. Das kannst du sagen. Das kannst du laut sagen. Sie ließ uns in Ruhe? Sie wollte uns die ganze Zeit den Gar ausmachen. Nur bis sie ihr Ei sah. Von da an erwärmte sie sich für uns, denke ich. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Keineswegs, aber wir können zurückgehen. Ich bin noch nicht bereit. Sollen wir dann zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle... rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan.
Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Sie haben was getan. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Wie konnte ich so blind sein? Das vergessene Ei. Na, das war heftig. Vielleicht der nächste Auftrag. Nö. Da hinten nur noch Fleckenentfernung, Archiduell und die Schlüssel und die Monde. Da würde ich mal sagen, als nächstes erstmal helfen wir mal der Bibi, ihre Beauty Lotion zu kriegen. Erstmal noch beim Honigtopf reinschauen. Nehmen mal ein paar kostenlose Proben mit. Naja, aber hier waren wir schon drin. Verbotene Weizen in dieser Richtung. Exakt. Dann machen wir mal einen Spaziergang hin. Auf eine kleine Stilveränderung? Erstmal wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Wir haben heute viele Waren. Eine Maske. Lassen Sie sich Zeit. Keramikmaske. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. So, das heißt, ich bin hässlich. ich habe Geld. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Sieht nicht mal schlecht aus. Sieht sehr schottisch aus. Ein Kiltgewand. Hat was. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Ja. Hat was von Peeves. Na. Kiltgewand hätte was. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Ich mag mein schwarzes Outfit. Mantel darüber. Hättest du? Kostet nur 375. Ich meine, Sie können es ja mal ausprobieren. Das ist Besenknechts Versprechen. Ich meine, mein Cape ablegen, ich weiß nicht, aber die Ärmel habe ich gar nicht gesehen. Ja gut. Ich glaube, ich bleib mal bei dem Cape. Obwohl, es ist schon stylisch.
Darunter schwarze Outfits. Hat was. Und das Cape finde ich einfach zu geil. Ja. Dies oder dies. Jetzt mal einen neuen Look. Das ist ganz schlecht, finde ich nicht. Hat was Edles. Dann sieht man das schöne Schwarze. Kommt das schöne Schwarze drunter nicht zum Vorschein. Ja, doch schon ein bisschen, aber. Hat doch so ein bisschen was Mysteriöses. Wisst ihr was? Ich werde es mal ein Weilchen tragen. Mal schauen,